Setzt euch bitte hin in den Schneidersitz, in einen halben Lotus oder in einen ganzen Lotus, so wie es euch gefällt. Macht es euch bequem. Haltet die Wirbelsäule aufrecht, atmet durch die Nase tief ein und aus und vertieft die Atmung. Mit jeder Einatmung füllt ihr die Lungen auf bis zum Maximum und setzt dann bitte die Bandhas. Mula Bandha im Beckenboden und Dhyana Bandha im Bauchraum. Das bedeutet, spannt den Beckenboden an, zieht ihn ein, zieht den Bauch ein, nach hinten, nach oben, zum Rückgrat hin. Und mit der nächsten Ausatmung senkt ihr den Kopf nach vorne, greift dann mit den Händen ineinander an den Hinterkopf und zieht den Kopf vor. Kinn Richtung Brustkorb, spürt die Dehnung im Nacken. Ihr könnt den Kopf seitlich nach links oder nach rechts drehen. Und mit einer Einatmung zieht ihr jetzt bitte den Kopf nach hinten. Dehnt die Vorderseite des Halses. Ihr könnt da gerne kurz einen Augenblick verweilen, die Dehnung spüren und mit einer Ausatmung den Kopf nach vorne beugen und wieder. Greift an den Hinterkopf, schwenkt den Kopf seitlich hin und her, spürt die Dehnung runter zum Schulterblatt und mit einer Einatmung zieht ihr bitte den Kopf wieder nach hinten und spürt die Dehnung vorne am Hals. Als nächstes greifen wir den Kopf und ziehen ihn seitlich runter. Den Winkel des Kopfes entsprechend richtig wählen, so wie es sich gut anfühlt. Der entgegengesetzte Arm ist angespannt, ausgestreckt und zieht in die andere Richtung. Ihr wechselt immer wieder die Seiten. Zieht den Kopf seitlich zur Schulter runter, der andere Arm zieht in die andere Richtung, in die entgegengesetzte Richtung. Genießt die Dehnung, genießt den befreienden Dehnschmerz und zum Abschluss wieder den Kopf vorbeugen. Ihr könnt euch auch leicht nach vorne beugen, sogar mit den Händen nach vorne laufen. Bringt die Stirn so nah zum Boden wie möglich, ohne zu überdehnen. Mit jeder Ausatmung geht ihr tiefer in die Dehnung hinein. Entspannt euch nach vorne. Spürt auch die Dehnung in den Hüften. Mit einer Einatmung richtet ihr euch bitte wieder auf. Bringt die Beine vor, greift innen rum, außen hervor, greift nach den Knöcheln oder nach den Füßen mit beiden Händen und beugt euch vor. Ihr möchtet die Stirn möglichst nah an die Fersen bringen. Achtet auf beide Bandhas, auf die muskuläre Kontraktion im Beckenboden und im Bauchraum. Mit einer Einatmung bitte wieder aufrichten und vorbeugen. Beine ausgestreckt nach vorne, greift nach den Füßen, Knöcheln, was immer ihr möchtet, was immer greifbar ist. Achtet auf die Länge im Rücken und ihr könnt gerne die Hände in den Nacken greifen und die Nackendehnung verstärken. Findet für euch den perfekten Winkel für die perfekte Dehnung. Ihr könnt auch einfach nur die Füße greifen oder die Seite der Waden. Mit einer Einatmung wieder aufrichten, die Füße hüftweit auseinander ranziehen und hochpushen. Kopf nach hinten fallen lassen, wenn der Nacken es erlaubt. Spannung in den Oberschenkeln und mit einer Ausatmung vorbeugen. Die Füße können zusammengehalten werden, sie können aber auch hüftweit auseinander auf der Matte liegen. Mit einer Ausatmung vor, bleibt in der Vorwärtsbeuge, solange ihr das möchtet. Zieht die Wirbelsäule lang Richtung Kopf, keinen Buckel machen, nach Möglichkeit.
und mit einer Einatmung wieder aufrichten. Zieht die Füße in den Schneidersitz ran, beugt euch wieder vor. Lauf mit den Händen so weit vor wie möglich. Bringt die Stirn so nah zum Boden wie möglich. Mit einer Einatmung wieder aufrichten. Die Füße wieder etwas nach vorne schieben, Sohlen zusammen, greift innen durch die Beine und außen rum und beugt euch wieder vor. Beobachtet, wie sich der Körper heute anfühlt. Mit einer Einatmung wieder aufrichten, die Beine nach vorne strecken und wieder in eine Vorwärtsbeuge. Greift nach den Zehen. Versucht die Knie durchzudrücken und die Oberschenkel anzuspannen. Mit einer Einatmung aufrichten und auf den Bauch legen. Füße hüftweit auseinander. Handgelenke unterhalb der Ellbogen, zieht die Ellbogen an. Mit einer Einatmung schiebt ihr euch hoch in die Cobra. Kopf in den Nacken ziehen, wenn der Nacken das heute gut verträgt, Schultern zurück, Brustkorb anheben, zieht die Wirbelsäule lang aus den Hüften nach vorne, zieht die Wirbel lang, die Wirbelsäule lang und ausatmen. Die Hände bleiben, wo sie sind, ihr setzt euch einfach nur nach hinten auf die Fersen. Ausatmen, hoch in den herabschauenden Hund, in den V, wie der Buchstabe, nicht wie der Vogel V. Füße hüftweit auseinander, Kniescheiben hochziehen, Oberschenkel anspannen, Hände flach. Ihr könnt gerne die Schulterdehnung verstärken, indem ihr beide Knie anwinkelt und euch mehr auf die Schulterdehnung konzentriert. Mit einer Ausatmung bitte wieder runter zum Boden. Einatmen hoch in die Cobra. Ihr könnt auch gerne die Knie anheben in den Updog, in den aufschauenden Hund und ausatmen, herabschauender Hund. Downwards Facing Dog. Die Position kurz halten und spüren, wie flexibel sind die Schultern heute. Ausatmen, wieder runter in die Planke, Füße flach, Hände weiter nach hinten, einatmen hoch in die Cobra oder in den aufschauenden Hund. Und wenn ihr die Knie anheben möchtet, ausatmen, herabschauender Hund. Wenn die Fersen noch nicht den Boden berühren, winkelt ihr ein Bein an und nutzt das Gewicht beider Beine, um die untere Ferse fest an den Boden zu drücken. Im geraden Bein bitte immer den Oberschenkel anspannen. Ausatmen, wieder runter in die Planke. Winkelt jetzt bitte die Beine an, zieht die Fersen zum Popo. Kommt in die hohe Planke auf den Knien. Und sehr langsam, so langsam wie ihr könnt, geht ihr runter zum Boden. Zieht bitte unbedingt die Ellbogen ein, ganz nah an die Rippen, an die Taille, mit den beiden Ellbogen. Im eigenen Tempo, mit einer Einatmung sehr langsam hoch, mit einer Ausatmung sehr langsam runter. Wie gesagt, die Ellbogen dürfen nicht nach außen kippen, sonst bekommt ihr früher oder später Probleme in den Ellbogen. So langsam wie möglich runter, so langsam wie möglich hoch. Mit einer Einatmung hoch, mit einer Ausatmung runter. Und wenn ihr euch ausruhen möchtet, einfach auf die Knie runter, die Arme nach vorne, ausgestreckt, beugt euch vor, die Knie können ganz eng zusammenbleiben, ihr könnt die Knie auch etwas auseinanderziehen, spürt in euch hinein. Beruhigt die Atmung. Und richtet euch bitte auf. Stemmt die Hände in die Hüften und geht in die Vorstufe von Ustrasana, der Kamelpose. Kinn vor zum Brustkorb oder den Kopf ganz nach hinten fallen lassen, wie ihr möchtet. Bäumt den Brustkorb hoch,
Bäumt die Wirbelsäule nach oben und als entgegengesetzte Übung einfach vorbeugen. Knie enger zusammen oder weiter auseinander, wie ihr möchtet. Wir wiederholen die Dehnung, die Rückendehnung, die Hüften bitte kraftvoll nach vorne schieben. Lehnt die Hüften vor, Spannung in den Oberschenkeln. Denkt weiterhin an die Bandhas, achtet auf die Qualität der Atmung. Und wieder vorbeugen, wann immer ihr das für richtig haltet, eine Pause einlegen, durchatmen, wieder Kraft sammeln und erneut hoch in die Rückendehnung. Brustkorb anheben, genießt die Dehnung. Keine starken, stechenden Schmerzen im Rücken verursachen, bitte. Da müsst ihr selber entscheiden, wie intensiv die Dehnung im Rücken sein sollte. Und zur Entspannung jederzeit in die Kindesposition. Das könnt ihr jederzeit machen, egal was in diesem Video passiert. Mit der nächsten Ausatmung legt ihr euch bitte wieder auf den Bauch, umfasst die Ellbogen, kommt in die Planke, schiebt die Hüften hoch auf Schulterhöhe und ihr könnt jetzt immer wieder mit einer Einatmung hoch, mit einer Ausatmung runter in die Dynamik gehen, die Füße schön weit auseinander, hüftweit oder mattenweit auseinander. Spannung in den Oberschenkeln, ihr könnt euch ausruhen, zwischendurch die Hüften zum Boden bringen, die Oberschenkel zum Boden und sobald ihr wieder Kraft habt, immer wieder hoch. Die Ellbogen bitte auch jederzeit korrigieren. Schaut, dass ihr mit den Händen fest um die Ellbogen rumgreift. Findet das perfekte Tempo für euch. Ihr könnt euch schnell oder langsam hoch und runter bewegen. Eine Ausatmung jetzt in die Sphinx-Pose, die Ellbogen unterhalb der Schultern, eine Cobra-ähnliche Übung, Hände flach und drückt bitte den Boden weg von euch. Ihr möchtet den Winkel an den Ellbogen vergrößern und gleichzeitig haltet ihr bitte die Spannung in den Beinen bis in die Zehenspitzen, Popo anspannen, Bandhas aktiviert und lasst die Wirbelsäule aus den Hüften zum Brustkorb hin, nach oben, zur Decke, zum Kopf hin, nach oben wachsen. Schafft so viel Platz zwischen den Wirbeln wie möglich und kraftvoll mit den Unterarmen, mit den Handflächen gegen den Boden drücken, den Brustkorb anheben. Bereitet euch schon mal auf die Cobra vor. Die Beine könnt ihr enger zusammenbringen. Die Hände wieder seitlich am Körper. Und einatmen hoch. Ganz wichtig hierbei ist, dass die Knie einander berühren, dass die Füße zusammenkommen. Knöchel berühren einander. Schiebt euch hoch in eine Cobra mit angewinkelten Beinen. Beine eng zusammen. Push nach oben, bleibt oben oder gönnt euch eine Pause zwischendurch. Die Hüften bitte runter, ihr möchtet mit den Zehen zum Hinterkopf. Lasst die Wirbelsäule wachsen, nach oben, Brustkorb anheben, Schultern zurück, Kopf ganz weit nach hinten in den Nacken ziehen. Bleibt oben oder legt eine Pause ein. Wenn ihr heute viel Power habt, legt ihr keine Pausen ein. Dann haltet ihr die Übung, während ich hier eine Pause einlege. Zum Beispiel hier die Kindesposition. Ansonsten dehnt ihr. Nutzt die Zeit, nutzt die Kraft, die ihr habt. Ihr könnt eine Kindesposition einlegen, ihr müsst nicht. Als nächstes möchte ich euch bitten, euch wieder hinzusetzen in den Schneidersitz und euch nach vorne zu beugen. Hände weit vor, drückt die Schultern durch, öffnet die Achseln, bringt den Bauch möglichst nah zu den Oberschenkeln, zu den Füßen. Ihr könnt auch einfach die Hände aufeinander legen, die Stirn obendrauf oder die Fäuste übereinander stapeln.
die Beine dann wieder andersrum, gerne in einen halben Lotus. Und wir drehen uns jetzt um die eigene Achse. Greif mit der linken Hand nach dem rechten Knie, schieb den unteren Teil der Wirbelsäule nach vorne. Dann einfach die Seiten wechseln, auf beiden Seiten bitte, immer wieder. Wir wiederholen diese Dehnung ein paar Mal auf jeder Seite. Hinten bitte auf den Fingerspitzen abstützen. Ihr wollt die Länge in der Wirbelsäule, ihr möchtet die Arme möglichst gerade. Zieht den Beckenboden ein, zieht den Bauch ein, beachtet die Qualität der Bandas. Immer weiter rüber pushen, atmen. Wieder vor und die Hände vorlaufen, in die Hüftdehnung gehen. Entspannt euch vor oder geht in eine starke Dehnung. Hände flach oder auf den Fingerspitzen, Arme entspannt oder Arme angespannt, wie ihr möchtet. Probiert immer beides aus. Schaut, wie eure Stimmung heute ist, eher kraftvoll oder eher entspannend. Manchmal möchte man die Übung ganz soft umsetzen. An anderen Tagen geht man intuitiv in die kraftvollen Versionen der Übung. Die Beine wieder ausstrecken, die Knie kurz ausruhen lassen in die Vorwärtsbeuge. Länge in der Wirbelsäule, die Spitze des Kopfes kommt näher Richtung Sehen. Die Beine hüftweit auseinander mit einer Einatmung, jetzt hinten abgestützt, die Hüften hochschieben. Wir wiederholen diese zwei Übungen jetzt ein paar Mal. Pusht kraftvoll nach vorne, pusht kraftvoll nach oben. Wenn ihr euch jetzt nach oben stemmt, achtet bitte darauf, dass die Zehen vorne zum Boden kommen. Popo anspannen, Bandas aktiviert, Brustkorb hoch. Achtet auf eure Schultern, keine Zerrung in der Schulter verursachen durch das Hochpushen. Immer wieder ausatmen, in die Länge, vorbeugen und einatmen, hochkommen. Ihr könnt länger vorne bleiben, ihr könnt länger oben bleiben. Ihr könnt die Hände eindrehen, mit den Fingerspitzen Richtung Hüften oder ausgedreht halten. Wenn euch die Handgelenke wehtun, legt eine kleine Pause ein. Setzt euch dann bitte hin, legt euch auf den Rücken und zieht die Füße Richtung Kopf. Knie weit auseinander, öffnet die Hüften, ihr könnt auch zwischendurch die Beine ausstrecken, ganz gerade halten, zieht euch vor, ihr seid auf dem mittleren Rücken und immer wieder im Wechsel, Beine angewinkelt, den Kopf könnt ihr ganz nah an die Zehen ziehen, die Stirn oder auch den Kopf nach hinten entspannen, damit der Nacken nicht überlastet wird. Immer wieder die Beine ausstrecken, auf dem mittleren Rücken in eine Vorwärtsbeuge. Und dann wieder den Fokus auf die Hüftdehnung richten. Ihr wechselt, wann immer ihr soweit seid. Ihr könnt auch Übungen auslassen, das wisst ihr, ja? Ich erwähne das gerne jetzt, weil ich den Übergang zwischen den einzelnen Übungen selber immer ziemlich schnell mache. Ich dehne sehr stark in sehr kurzer Zeit, bis ihr die Übungen gut kennengelernt habt. Dauert es manchmal ein bisschen. Also nehmt euch nur das, was ihr braucht. Lasst euch von mir nicht hetzen. Macht ganz in Ruhe eure Übung. Wenn ich euch zwei Übungen vorzeige und ihr bleibt bei der einen, reicht es vollkommen. Mit jeder Wiederholung dieser Yoga-Klassen werdet ihr immer wieder was Neues dazu finden und dazu nehmen. Kein Stress, okay? Ganz wichtig. Manche sind schneller, manche sind langsamer, das ist ganz normal. Und zum Entspannen die Sohlen zusammenbringen und die Knie auseinanderfallen lassen. Legt beide Hände auf den Bauch und spürt den Atem.
Entspannt das Gesicht, schließt die Augen, beruhigt die Atmung. Für die nächste Übung laufen wir die Füße näher ran, dass die Fersen direkt unter den Knien sind, wenn wir jetzt die Hüften anheben. Füße hüftweit auseinander, Hände fest in den Boden drücken, Kinn leicht anheben. Ihr könnt gerne auch nach den Fersen greifen. Wölbt den Rücken nach oben. Pusht hart gegen den Boden, mit beiden Armen, mit beiden Handflächen. Nutzt die Kraft der Beine. Und als Gegenbewegung wieder die Füße näher ran an die Stirn oder Richtung Kopf. Happy Baby Pose, die Knie seitlich zum Boden. Die Füße, die Sohlen flach, parallel zur Decke. Ihr könnt hin und her schwenken von einer Seite zur nächsten. Und es bleibt euch jetzt überlassen, wie oft, wie schnell oder wie langsam ihr zwischen diesen Übungen hin und her wechselt. Alternativ könnt ihr auch die Finger ineinander greifen und kraftvoll mit der Außenseite der Hände gegen den Boden drücken. Atmet tief ein und aus. Immer wieder im eigenen Tempo. Ihr könnt oben bleiben, die ganze Zeit über. Und die schwierigste Variation kommt jetzt, ihr greift bitte den Riss der Füße, probiert es, wenn es nicht gleich geht, kein Problem. Einfach eine der vorigen Variationen anwenden, mit den Händen flach. Ihr müsst die Füße nicht greifen. Seid sehr aufmerksam, was ihr mit eurem Rücken da macht. Ihr wollt euch nicht verletzen, ihr wollt euch keinen Bandscheibenvorfall zuziehen oder euch sonst irgendwo einen Krampf holen. Das heißt, ihr schaut, wie ist der Rücken heute? Wie viel Kraft habt ihr in den Beinen? Greift den Riss der Füße, wenn es geht. Schiebt die Hüften hoch. Denkt daran, das Kinn anzuheben. Schön weiteratmen. Wer es noch etwas herausfordernder mag, kann gerne die Hüften festhalten mit beiden Händen und jeweils ein Bein ausstrecken, den Fuß nach vorne laufen. Ihr könnt euch das kurz im Video anschauen, wie das gemacht wird. Schön mit den Handgelenken in die Hüften gestemmt, den Körper stützen und erstmal ein Bein einzeln vorlaufen, Fuß flach nach Möglichkeit. Irgendwann mal mit den Füßen etwas weiter auseinander streckt man dann beide Beine aus. Wieder das Kinn leicht anheben. Wenn es sich gut anfühlt, dann macht ihr die Übung und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann lasst ihr die Übung. Dann macht ihr eine der vorigen Variationen, wie zum Beispiel jetzt hier. Mit den Finger ineinander greifen, die Arme fest in den Boden drücken und daran arbeiten, die Hüften möglichst weit nach oben zu pushen. Zum Entspannen, die Sohlen zusammen und die Knie auseinanderfallen lassen. Einfach ausruhen, durchatmen. Gerade wenn ihr stark gepusht habt, möchtet ihr euch ein bisschen ausruhen, die Atmung wieder runterkurbeln. Ruht euch so lange aus, wie ihr möchtet, oder ihr geht jetzt rüber zur nächsten Übung. Wir greifen die Hüften bzw. legen die Hände flach an den Hüften gegen den Boden, wölben den Brustkorb nach oben, bäumt euch hoch, lasst den Kopf nach Möglichkeit in den Nacken fallen. Die Knie sind angewinkelt, vielleicht sogar die Zehenspitzen eher zum Boden bringen. Rutscht so weit nach hinten, dass der Kopf zum Boden kommt. Ihr ruht also auf der Spitze des Kopfes und bringt dann die Arme über Kopf Richtung Boden. Greift die Finger ineinander,
Ihr müsst die Arme nicht über Kopf ausstrecken. Ihr könnt einfach weiterhin euch an den Hüften oder am Boden festhalten, um die Wölbung im Rücken zu halten. Lernt die Übung kennen. Erst den Brustkorb hoch. Erst daran gewöhnen, wie es ist, den Kopf so weit in den Nacken zu ziehen. Wenn euch schwindelig oder übel wird, lasst ihr diese Übung aus. Als Gegenbewegung können wir dann wieder die Hüften dehnen, indem wir die Füße Richtung Kopf ziehen. Mit der nächsten Ausatmung könnt ihr euch einfach ausstrecken. Die Füße hüftweit auseinander, die Handflächen nach oben in Shavasana. Einfach ausruhen. Ihr könnt die Yoga-Klasse hier beenden oder weitermachen. Dafür knien wir uns hin und legen uns vor in die Cobra. Pusht euch hoch, Schultern zurück. Genießt die Dehnung, spürt sie erstmal und ausatmen hoch in den herabschauenden Hund. Jetzt wird alles etwas fordernder, etwas anstrengender, ich sage es gleich. Winkelt die Knie an, dehnt die Schultern und mit einer Ausatmung runter in die Planke. Einatmen hoch in die Kobra, wenn ihr möchtet, aufschauender Hund mit den Knien nach oben. Ausatmen, herabschauender Hund. Im eigenen Tempo jetzt weitermachen. Atmet im herabschauenden Hund tief ein und aus. Ausatmen in die Planke. Einatmen hoch in die Kobra oder in den aufschauenden Hund. Füße hüftweit auseinander. Ausatmen, dreht die Füße ein, hoch in den Down Dog. Planke, Up Dog, Down Dog. Immer wieder im eigenen Tempo, langsam oder schnell wiederholen. Ausatmen, runter. Einatmen, hoch. Schaut, dass die Fersen nicht nach innen kippen. Spannung in den Oberschenkeln, Popo ebenso anspannen, die Bandas aktiviert, ausatmen, herabschauender Hund. Zum Dehnen der Waden könnt ihr gerne immer wieder ein Bein anwinkeln, das Gewicht nutzen, um die untere Ferse fest in den Boden zu drücken. Auf beiden Seiten bitte dehnen, solange ihr möchtet. Und wieder ausatmen, Planke, einatmen, hoch, ausatmen, herabschauender Hund. Atmet tief ein und aus, sonst kommt ihr mit der Anstrengung nicht zurecht. Das ist ganz wichtig, dass die Atmung weitergeht. Ebenso die Bandas. Der Beckenboden ist angespannt, die Bauchmuskulatur ist eingezogen. Die Lungen füllt ihr auf bis zum Maximum. Ein- und Ausatmung, gleich lang, gleich intensiv. Und wieder, wenn ihr möchtet, jetzt gleich mit mir runter in die Planke. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ihr könnt alles schneller machen als ich oder langsamer. Hört auf den Klang eurer Atmung. Oft ist die Ausatmung zu stark und die Einatmung zu schwach. Gleicht Ein- und Ausatmung aneinander an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gleich wieder ausatmen, runter in die Planke, einatmen, Kobra oder aufschauender Hund, ausatmen, herabschauender Hund. Bandas, Atmung beachten. Und wieder ausatmen, runter, einatmen, hoch, ausatmen, Down Dog. Füße hüftweit auseinander. Schaut, dass die Fersen nicht nach innen kommen. Füße sind parallel.
hüftweit auseinander. Ausatmen, Planke, einatmen, hoch in die Cobra oder in den aufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ihr könnt im herabschauenden Hund einen Atemzug lang bleiben. Ihr könnt auch 5 Atemzüge lang bleiben. Und zum Ausruhen jederzeit runter in die Kindesposition. Wenn die Atmung etwas schnell und unruhig geworden ist, achtet jetzt in der Kindesposition darauf, dass ihr die Atmung runterkurbelt. Ganz natürlich und soft ein- und ausatmen. Sobald ihr wieder Kraft habt, zurück in die Kobra oder in den aufschauenden Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ihr solltet merken, dass mit jeder Wiederholung die Energie in euch aufsteigt. Ihr werdet merken, mit jeder Wiederholung werden die Bewegungen flüssiger und kraftvoller. Wenn ihr dieses Video jetzt zum ersten Mal seht, möchte ich euch bitten, euch kurz hinzuknien und auf den Bildschirm zu blicken. Ich bin im herabschauenden Hund. Schaue nach vorne zwischen die Hände und springe vor. Die Füße über Kreuz, die Beine über Kreuz. Das ging ziemlich schnell mal wieder. Ich strecke die Beine aus nach vorne und hebe mich hoch. Schaut euch das bitte die ersten Male einfach mal an. Es ist dieser Flow der 3 Übungen. Planke, Up Dog, herabschauender Hund, Down Dog. Jetzt blicke ich wieder vor, springe oder laufe vor, setze mich hin und strecke die Beine nach vorne aus und pushe mich hoch. Pushe die Hüften hoch, ziehe dann die Beine über Kreuz wieder an mich ran, laufe oder springe nach hinten. Also, herabschauender Hund, Jump. Oder laufen nach vorne, ich mache es jetzt ganz langsam, strecke die Beine aus, pushe mich hoch, Beckenboden einziehen, Bauch einziehen, Bandas aktiviert. Dann ganz langsam, Beine über Kreuz, Hände vor, lauft oder springt nach hinten. Ausatmen, runter in die Planke, einatmen, aufschauender Hund oder Kobra, ausatmen, herabschauender Hund. Das ist Medium Level. Und wieder, schaut es euch an ein paar Mal und dann probiert ihr es. Nach vorne laufen oder springen, Beine ausstrecken und push. Hoch mit euch, hoch mit den Hüften, drückt den Boden weg von euch. Wieder runter, Beine über Kreuz, kippt vor. Lauft oder springt die Füße hüftweit auseinander nach hinten. Zieht die Ellbogen ein. Runter in die Planke. Up Dog, Down Dog. Hier ausruhen, durchatmen. Es gibt etliche Wiederholungen jetzt in diesem Flow. Ihr könnt jetzt einfach zurückspulen und in der Zeit, in eurem eigenen Tempo, diesen Flow wiederholen. Also wir haben den halben Flow, den halbes halbe Vinyasa, Beine über Kreuz, ausatmen, Planke, runter zum Boden, einatmen, Up Dog oder Cobra, ausatmen, Down Dog, hier kurz durchatmen, Kräfte sammeln. Dann nach vorne blicken, Step, Jump, strecken, Push. Und wieder, Beine über Kreuz, Jump Back, runter in die Planke, einatmen, Cobra, Up Dog, ausatmen, Down Dog, atmet tief ein und aus. Die Atmung darf nicht runtergekurbelt werden, die Atmung trägt euch durch die Anstrengung. Und wann immer ihr soweit seid, mit mir oder alleine, Jump vor oder Step vor, Beine schnell ausstrecken und Push hoch. Ihr könnt alles ganz langsam machen. Ich mache 3 oder 4 Flows, ihr macht einen. Das ist voll in Ordnung. Ich habe etliche dieser Flows hinter mir. Tausende von Sonnengrüße über die Jahre.
Ihr könnt eure Yoga-Session hier beenden, indem ihr euch einfach in Shavasana hinlegt oder euch eben in Shavasana kurz ausruht und dann gleich weitermacht. Das bleibt euch überlassen zu entscheiden. Mit der nächsten Einatmung könnt ihr euch langsam wieder aufrichten und auf den Bauch legen. Kommt dann hoch in die Cobra, Schultern zurück, Kopf in den Nacken ziehen. Ihr könnt gerne die Hände weiter vorlaufen, falls euch der Rücken zu sehr wehtut in dieser Dehnung. Ansonsten die Hände möglichst weit nach hinten laufen, Richtung Hüften. Hebt euch an, drückt den Boden weg von euch. Hebt auch mal die Knie an in den aufschauenden Hund. Ihr ruht dann auf dem Riss der Füße, die Füße hüftweit auseinander und ausatmen. Die Hände bleiben genau da, wo sie sind. Ihr setzt euch einfach nur nach hinten auf eure Fersen. Ausatmen, wieder auf den Bauch, einatmen, hoch in die Kobra, push die Schultern so weit nach hinten wie möglich, hebt auch die Knie an, hoch in den aufschauenden Hund, Popo anspannen, Bandhas aktiviert. Und wieder ausatmen, die Hände bleiben, wo sie sind. Setzt euch ganz entspannt nach hinten auf die Fersen. Mit einer Einatmung wieder vorliegen, auf den Bauch. Hände links und rechts an den Rippen ran. Einatmen, hochpushen, hoch in die Kobra oder den aufschauenden Hund. Gerne auch die Knie anheben, atmen, halten, ausatmen, wieder hinsetzen und entspannen. Wenn ihr die Pause nicht braucht, dann bleibt ihr einfach länger in der Kobra oder im ausschauenden Hund. Wir knien uns jetzt hin. Greifen nach den Fersen. Diese Übungen solltet ihr kennen, wenn ihr die vorigen Folgen schon gemacht habt oder mit mir öfters in einer Yoga-Klasse trainiert habt. Greift bitte die Fersen einzeln oder zusammen, schiebt die Hüften vor, kippt die Hüften vor, die Oberschenkel vorschieben. Ihr könnt gerne die Füße einziehen oder flach ablegen. Wieder einzeln ausprobieren, ob die Handflächen auf die Sohlen kommen, einzeln oder eben zusammen. Macht es bitte aus mit eurem Rücken. Ihr entscheidet zusammen mit eurem Rücken, welche Variation heute die beste ist. Und als Gegenposition vorbeugen. Wenn wir stark nach hinten dehnen, müssen wir uns auch nach vorne beugen. Das ist die natürliche Balance des Yin und Yang. Wer diese Übung intensivieren möchte, greift bitte in die Kniekehlen. Ansonsten wieder eingezogene Füße oder flache Füße, greift nach den Fersen einzeln oder zusammen. Und wer Lust hat und wessen Rücken das heute mitmacht, einfach in die Kniekehlen greifen. Hüften vorschieben, Popo anspannen, Bandhas aktiviert, atmen, Brustkorb anheben und wann immer es reicht, das kann ganz unterschiedlich zu meinem Zeittempo sein, beugt ihr euch bitte vor und entspannt euch. Bringt die Stirn zum Boden,
Gebt dem Rücken eine kleine Pause. Wem diese ganzen Übungen zu intensiv sind, ihr könnt euch gerne auch einfach in die Hüften stemmen. Ansonsten runtergleiten, unterm Popo, am Oberschenkel entlang Richtung Kniekehlen. Findet die perfekte Dehnung, nicht zu viel, nicht zu wenig. Nur ihr könnt die richtige Intensität finden. Das ist etwas, das sonst keiner für euch erledigen kann. Nur ihr wisst, wie das Gefühl in eurem Rücken ist, wenn ihr in diese starke Rückendehnung geht. Wir gehen rüber zur nächsten Übung. Bringt das rechte Knie vor. Geht bitte zuerst in eine starke Spagatdehnung. Diese Dehnung solltet ihr kennen, wenn ihr die vorigen Folgen schon ausprobiert habt. Und diese Spagatdehnung verbinden wir jetzt mit einer Rückwärtsbeuge und mit einer Vorwärtsbeuge. Einatmen, greift die Finger ineinander, streckt euch nach oben Richtung Decke und schiebt die Arme weit nach hinten, als wolltet ihr nach hinten zur Ferse greifen, utopisch. Und wechseln, linkes Knie vor, die Ferse möglichst unter dem Knie nach Möglichkeit. Erst auf den Spagat-Stretch konzentrieren. Den hinteren Oberschenkel möglichst nah zum Boden bringen. Check die Bandas, check die Atmung. Einatmen, beide Arme hoch, greif die Finger ineinander. Und dann wieder vorbeugen. Nach einer starken Rückwärtsbeuge beugen wir uns vor. Push die Hüften runter. Intensiviert den Spagat. Und wieder auf derselben Seite bitte. Einatmen, Arme hoch oder stemmt euch in die Hüften, Kopf in den Nacken ziehen oder Kopf aufrecht halten. Ihr werdet den Unterschied zwischen den einzelnen Seiten merken. Meine linke Seite ist weniger flexibel als meine rechte. Das ist schon seit 25 Jahren so. Die linke Seite hinkt immer hinterher. Schaut, wo eure flexible Seite ist, eure starke Seite. Und ausatmen, runter in die Kindesposition. Ruht euch aus, solange ihr möchtet. Oder wiederholt die Übung. Ihr braucht keine Pausen einlegen. Wenn ihr die heute nicht braucht, dann nutzt sie nicht. Dehnt ein. Wir wiederholen die Übung jetzt auf der rechten Seite. Bitte das Knie vorbringen. Konzentriert euch zuerst auf den Spagat-Stretch. Und wir schieben jetzt den vorderen Fuß vor, ziehen die Zehen ein, schiebt die Ferse vor und geht nur so weit runter in eine Spagat-Variante, die euch gut tut. Es darf nicht zu stark gedehnt werden, weil ihr jetzt einige Sekunden in dieser Übung bleiben sollt. Findet die richtige Intensität, die erträglich ist. Beckenboden einziehen, Bauch einziehen und atmen. Kontrolliert die Atmung. Wenn ihr die Atmung unter Kontrolle habt, dann könnt ihr auch besser mit dem Schmerz umgehen. Es erwartet niemand von euch einen Spagat. Wenn der Spagat da ist, super, und wenn nicht, auch super. Hauptsache, die Qualität der Dehnung ist perfekt. Nicht zu viel machen, das ist eine große Herausforderung, weil man doch immer einen Ticken zu weit pusht. Weil man doch ambitioniert ist und lieber das Training eines ganzen Monats in eine Session reinpacken möchte. Wir wechseln die Seiten vorsichtig, gerade wenn ihr stark gedehnt habt, geht ihr langsam aus einer Übung raus. Jetzt kommt bitte das linke Bein vor.
Und wir stützen uns ab, trippeln den vorderen Fuß weiter vor. Bei einem bestimmten Punkt können wir die Zehen einziehen und schieb die Ferse vor. Versuch das vordere Bein gerade zu halten. Kniescheibe hochziehen, Oberschenkel anspannen. Und akzeptiert den Winkel, den euch euer Körper jetzt vorgibt. Versucht diesen Millimeter, den man gerne zu weit pusht, einfach nicht zu pushen. Einfach zu sagen, nein, ich muss mir jetzt diesen krassen Schmerz nicht antun. Ich bin geduldig und dehne qualitativ hochwertig, ohne zu überdehnen. Das hintere Bein einigermaßen mittig. Versucht das hintere Bein, das gerne nach außen kippt, nach rechts jetzt in diesem Fall. Das rechte Bein ist das hintere. Versucht es etwas einzudrehen. Ihr wollt euch gerade nach vorne setzen. Nicht zur Seite verdreht. Und wenn ihr wieder auf die Qualität der Bandas und der Atmung achtet, werdet ihr mit dem starken Dehnschmerz besser umgehen können. Intuitiv auch kleine Korrekturen vornehmen. Zum Beispiel das hintere Bein besser eindrehen. Und wenn es reicht, dann reicht es. Geht wieder aus der Übung raus und setzt euch hin. Entweder in den Schneidersitz oder in diese Übung. Die solltet ihr euch noch mal kurz angucken, wenn ihr sie nicht kennt. Meine regelmäßigen Yoga-Students wissen schon, dass wir den Knöchel direkt aufs Knie legen und den unteren Fuß so weit vor- oder zurückschieben zum Körper hin, dass die untere Ferse genau unter dem Knie liegt. Ihr könnt euch vorbeugen, ihr könnt einfach mal schauen, was machbar ist. Hauptsache, ihr habt eine starke, angenehme, erträgliche Hüftdehnung. Keine negative Beurteilung eurer Flexibilität in dieser Übung bitte. Und wechselt die Seiten. Beckenboden einziehen, Bauch einziehen, atmen und den perfekten Stretch finden. Nach ein paar Atemzügen werdet ihr merken, dass man doch etwas weiter pushen kann. In dem Fall könnt ihr euch weiter vorbeugen, mit den Händen weiter vorlaufen. Findet euer persönliches Maximum. Wenn es zwischendurch zu sehr schmerzt, bitte etwas zurückgehen aus der Dehnung und mit der nächsten Einatmung aufrichten, die Beine nach vorne ausstrecken und ganz entspannt vorbeugen. Genießt die Vorwärtsbeuge, check die Bandas, check die Atmung. Und kniet euch bitte langsam hin, streckt das rechte Bein seitlich aus, mit der rechten Hand am rechten Bein entlang rutschen, den linken Arm zieht ihr rüber und mit einer Ausatmung wieder rüber auf die andere Seite. Legt das Handgelenk genau unter die Schulter, zieht den rechten Arm rüber in Linie mit dem rechten Bein. Und wieder einatmen hoch, rutscht am Bein entlang, spürt die Dehnung entlang der Körperseite, der linken. Und ausatmen runter auf die linke Seite, zieht den rechten Arm rüber. Findet den perfekten Winkel für die perfekte Dehnung entlang der rechten Körperseite. Bitte das rechte Bein sehr gerade und angespannt halten. Und erneut, immer im eigenen Tempo. Eine Einatmung hoch, die Seite wechseln, ausatmen runter. So schnell oder so langsam, wie ihr möchtet. Bleibt
einer Seite so lange, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch gerne den oberen Arm weiter nach hinten lehnen, in eine Art Rückendehnung gehen oder einfach nur die Seite dehnen. Das rechte Bein angespannt, Kniescheibe hochziehen, Oberschenkel anspannen und denkt immer an die Bandhas. Macht niemals Yoga mit entspanntem Beckenboden. Den Beckenboden immer einziehen, die Bauchmuskulatur immer einziehen. Und wir wechseln jetzt die Seiten. Das linke Bein bitte ausstrecken, den linken Fuß flach in den Boden drücken, die ganze Sohle, die Zehen zum Boden hin. Und rüber. Den rechten Arm rüberziehen, den perfekten Winkel finden. Bleibt auf dieser Seite, solange ihr möchtet, und mit einer Einatmung aufrichten, rüberlehnen auf die rechte Seite, auf den Fingerspitzen oder auf der Handfläche abstützen und den linken Arm rüberziehen. Ihr möchtet mit der Hand immer näher zum Fuß rutschen. Ihr werdet euch am Knie abstützen, dann am Schienbein runterrutschen, Richtung Knöchel, Richtung Fuß. Wechselt die Seiten, so oft ihr möchtet. Den oberen Arm könnt ihr gerne nach hinten lehnen. Rückendehnung intensivieren. Ihr könnt dynamisch in die Übungen gehen, immer wieder die Seiten wechseln oder einfach über längere Zeit auf einer Seite bleiben und vielleicht nur eine Seite kennenlernen. Einfach etwas länger, 10 Atemzüge am Bein abgestützt. Verharren oder eben mit der rechten Hand unter der rechten Schulter abgestützt die Dehnung genießen. Der Arm, der linke Arm zieht in die entgegengesetzte Richtung zum linken Bein. Ja, der linke Fuß und die linke Hand ziehen in verschiedene Himmelsrichtungen. In der Mitte sind die Bandhas aktiviert. Ihr atmet ganz entspannt und kraftvoll weiter ein und aus. Lernt euren Körper kennen, lernt die Übung kennen. Mit der nächsten Ausatmung kommt ihr wieder zurück, kniet euch hin. Wir setzen uns jetzt bitte in Virasana. Ihr kennt die Übung. Popo zwischen den Fersen, Füße flach, seitlich ausgestreckt. Einfach sitzen, die Hände Namaste oder hinten abstützen und in eine Rückwärtsbeuge gehen. Kopf in den Nacken oder den Kopf aufrecht halten. Wenn die Knie sehr stark wehtun, bitte eher im schmerzfreien Bereich dehnen, nicht zu weit gehen, die Knie nicht herausfordern. Sehr viel Respekt vor den Knien haben, immer im Yoga. Ihr könnt in Virasana bleiben, die Oberschenkel dehnen. In vielen Fällen tun die Oberschenkel dermaßen weh, dass man da einfach nur sitzen bleiben möchte. Manche von euch können sich aber auch ganz entspannt nach hinten legen, auf die Ellbogen oder ganz runter, Hinterkopf zum Boden, die Arme über Kopf runter.
Bitte schaut zum Bildschirm hin. Ich greife gleich nach meinen Knöcheln, nach meinen Waden Richtung Knie. Wölbe gleichzeitig den Rücken nach oben, schiebe die Hüften hoch, stütze mich dann über Kopf mit den Händen ab. Spitze des Kopfes ruht am Boden. Probiert es aus, wenn es partout nicht gehen möchte, kein Problem, nicht stressen. Aber in manchen Fällen, also arbeitet aus den Hüften hoch und ruht euch aus, wenn es zu viel wird. Einfach kurz ausruhen, durchatmen. Entspannen in Virasana. Die anderen gedulden sich einfach. Dehnt die Oberschenkel. Bei den Knien sehr vorsichtig weitermachen, sehr vorsichtig im schmerzfreien Bereich, im leicht schmerzfreien Bereich, dehnt den Riss der Füße und die Virasana-Leute, die gehen wieder hoch mit den Hüften, stützt euch ab, Hüften weiter vorschieben, atmen, Beckenboden einziehen, Bauch einziehen, nicht übertreiben. Und ausatmen, entspannen. Streck dann die Beine aus, nach vorne. Umarmt die Knie, zieht die Stirn Richtung Knie. Streck dann die Beine aus, geht in eine Vorwärtsbeuge, auf dem mittleren Rücken ruhend. Ihr könnt die Knie durchdrücken, ihr müsst nicht. Vielleicht auch nur ein Bein durchdrücken. Hin und her wechseln. Und zur Entspannung die Sohlen zusammenbringen, die Knie nach außen fallen lassen. Legt die Hände auf den Bauch. Beobachtet, wie der Atem, wie das Atmen den Bauch nach oben und nach unten bewegt. Umarmt ein letztes Mal die Knie. Bringt die Beine hoch und zieht die Füße in einen großen V, die Beine in einen großen V auseinander. Die Füße näher Richtung Schultern oder weiter weg. Findet den Winkel, der für euch gut funktioniert. Ihr könnt die Hände an die Waden legen, an die Fersen, an die Füße. Den Kopf ganz entspannt am Boden liegen lassen. Die Beine jederzeit wieder zusammenbringen und wieder zurück in eine Dehnung. Die verschiedenen Folgen bauen aufeinander. Diese Übung haben wir so ähnlich in Folge 3 schon absolviert. Ausprobiert, zwischendurch die Happy Baby Pose, außen an die Füße greifen, die Knie runter zum Boden bringen und entspannt euch zu guter Letzt in Shavasana. Legt euch jetzt bitte auf den Rücken und entspannt euch, die Füße hüftweit auseinander, die Handflächen zeigen nach oben. Wir gönnen uns jetzt 10 Minuten absolute Ruhe. Legt euch ganz entspannt hin, die Schultern gleich hoch, die Hüften gleich hoch. Schaut, dass ihr euch so bequem hinlegt, dass ihr euch für die nächsten 10 Minuten überhaupt nicht mehr bewegen müsst. Ihr könnt gerne den Kopf von links nach rechts hin und her rollen, einfach noch einmal kurz den Nacken dehnen. Bevor ihr euch dann mittig einpendelt, schließt unbedingt die Augen und behaltet sie auch bitte unbedingt geschlossen. Zwischendurch solltet ihr die Augen nicht mehr öffnen. Zwischendurch solltet ihr euch auch nicht mehr bewegen. Der Körper muss zur Ruhe kommen, damit der Geist zur Ruhe kommen kann. Atmet ein letztes Mal tief ein und aus und beruhigt dann die Atmung. Die Atmung sollte so ruhig werden, dass ihr sie nicht mehr hören könnt. Nehmt jeden einzelnen Atemzug wahr und verlangsamt die Atmung.
lass die Atmung ganz sanft werden und verlängere die Pausen zwischen den Atemzügen. Immer wieder nach einer Ausatmung legt ihr eine Atempause ein. Ihr atmet tief aus und entspannt euch in den Boden hinein. Atmet nicht allzu schnell wieder ein. Verzögert die darauf folgende Einatmung auf ganz entspannte Art und Weise. Nicht forcieren, einfach nur ausruhen. Und wenn die Einatmung kommen möchte, dann kommt sie eben. Verlangsamt das Atmen. Stellt euch vor, dass ihr eure Form verliert. Stellt euch vor, ihr seid ein Eiswürfel, der in der Sonne dahinschmilzt. Verliert eure Form, zerfließt mit jeder Ausatmung tiefer und tiefer in den Boden hinein. Egal wie oft euch die Gedanken ablenken in die Vergangenheit oder in die Zukunft, kehrt immer wieder zurück zum Atem, indem ihr geduldig von einem Atemzug zum nächsten übergeht, geht ihr auch geduldig von einem Augenblick zum nächsten. Bleibt möglichst lange am Stück präsent. Bleibt möglichst lange am Stück präsent in der Gegenwart, egal wie oft euch die Gedanken ablenken in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Lasst immer wieder los. Ihr könnt in wenigen Minuten wieder über alles nachdenken, das euch wichtig ist. Aber gönnt euch bitte diese geistige Pause von allem, was euren Alltag bestimmt. Entspannt die Stirn, die Augen, die Wangen, das Kiefer, das Kinn, den Hals und die Zunge. Und spürt in euren Körper hinein, beginnt an der Spitze des Kopfes und wandert dann so schnell oder so langsam, wie ihr das möchtet, runter zu den Zehenspitzen. Wandert durch den Kopf, durch den Hals, durch die Schultern und das Innere der Arme zu den Fingerspitzen. Kehrt zurück zu den Schultern, wandert durch das Innere des Brustkorbs, des Rückens, des Bauches und der Hüften. Und zuletzt durch das Innere der Beine runter zu den Zehenspitzen. Ihr könnt Arme und Beine parallel scannen sozusagen oder einzeln. Versucht jeden Zentimeter in eurem Körper abzudecken und lasst euch von den Stellen, an denen ihr nichts spürt, nicht aufhalten. Einfach weitergehen. Einfach weiter scannen,
sehr gründlich und entwickelt euren Flow. Wandert von der Spitze des Kopfes durch das Innere eures Körpers runter zu den Zehenspitzen und dann langsam wieder zurück. Egal wie oft euch die Gedanken ablenken, bringt euch bitte immer wieder zurück zu unserer Übung. Genießt die Ruhe im Geist und im Körper. Spürt die Energie, die jetzt durch euren Körper pulsiert oder vibriert. Vielleicht kommen auch ganz ungewöhnliche Gedanken auf. Beobachtet kurz, um was es sich handelt und lasst dann einfach wieder los. Ihr könnt jederzeit nach der Meditation dahin zurückkehren. Bleibt bei euch. Kehrt immer wieder zurück zu euch. Nichts ist wichtiger als das Gefühl, das ihr jetzt im Innern eures Körpers spürt. Atmet langsam tiefer ein und aus und kehrt wieder zurück. Vertieft die Atmung, füllt die Lungen auf bis zum Maximum. Bewegt dann langsam die Finger und die Zehen, die Hände und die Füße, die Arme und die Beine. Ihr könnt euch gerne ausstrecken mit den Armen über Kopf. Ihr könnt auch die Knie umarmen und euch auf die Seite legen. Ruht euch so lange aus, wie ihr das möchtet, bevor ihr euch dann langsam wieder hinsetzt und in den Alltag zurückkehrt. Ich danke euch allen sehr und wünsche euch weiterhin eine schöne Zeit. Bis dahin.